Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und heute gibt es eine kleine Herbst- und Halloween-Deko-Idee für euch und zwar mit Kürbissen und Glitzer, also mal ein bisschen was anderes. Und ja, hier seht ihr schon mal zwei Kürbisse, die ich mit Glitzer verziert habe und wie das Ganze geht und was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Für diesen coolen Kürbis mit Glitzereffekt braucht ihr einen kleinen Zierkürbis, so wie diesen hier. Die Farbe ist dabei grundsätzlich egal. Ihr könnt natürlich die Glitzerfarbe an den Kürbis anpassen. Ich habe hier einmal dann Orange und Silber. Dann habe ich hier Serviettentechnik-Lack, um den Glitzer aufzutragen. Und ich habe hier Küchenrolle, um alles gut auszulegen, damit nicht nachher überall Glitzer liegt. Und damit starte ich auch direkt einmal. Im nächsten Schritt trage ich den Serviettentechnik-Lack vorsichtig mit meinem Pinsel auf, nur an die Stellen, wo nachher wirklich Glitzer sein soll. Und das wird bei mir hier jeweils diese Vertiefung sein. Dann nehme ich mir auch schon meinen Glitzer und streue ihn vorsichtig auf die Stellen mit Kleber. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier oben auch noch Glitzer reinzumachen. Das hat dann so den Effekt, dass es hier so runterläuft. Und dann kommt die nächste Ladung Glitzer. So, einmal gut abklopfen. Und jetzt muss natürlich der Kürbis noch einmal komplett trocknen. Also der Serviettentechnik-Lack muss noch trocken werden. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Inzwischen ist der Serviettentechnik-Lack getrocknet. Und ihr seht, ich habe auch den Glitzer zurück in sein Fläschchen gefüllt. Und der Glitzer hält jetzt wirklich fest am Kürbis. Und ich muss sagen, mir gefällt das Ganze richtig gut. Es ist einfach mal ein bisschen was anderes. Eine kleine andere Deko-Idee vielleicht für den Herbst oder auch für Halloween. Und ich habe hier noch den anderen kleinen Kürbis dekoriert, den kleinen grünen, den ihr vielleicht in meinem Haul gesehen habt. Da habe ich einfach die obere Hälfte mit dem Lack eingestrichen und dann Glitzer drüber gestreut. So sieht das Ergebnis dann aus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Da freuen wir uns selbstverständlich auch immer. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!